Es ist mal wieder Zeit, ein bisschen zu zocken und passend dazu gibt es Resident Evil 2 als gut, ganz guter Reshot, beziehungsweise ein neues Spiel, was ein Remake bekommt. Das Ganze ist jetzt nämlich schon am 25. Januar erschienen. Und das Ganze können wir jetzt einfach mal eine Runde spielen. Es gibt eine One-Shot-Demo, die bis 31. Januar möglich war. Und diese können wir nun zocken. So, ich muss es mal kurz einstellen, denn es funktioniert nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Da ist das Spiel, hoffe ich. Ja. Ausgabegerät, Kopfhörer, klingt eigentlich auch sehr gut. Und wir haben eine halbe Stunde Zeit, das Ganze zu spielen. Und es ist Resident Evil 2. Was wollen wir machen? Jo. Ich lass das mal mittig, ne? Weil ihr wollt ja auch was sehen, weil wenn ich mal auf den Forschermonitor gucke, sehe ich bei mir da noch was. Ihr seht aber so gut wie nichts mehr. Wir lassen das. So. Ja. Das passt auch. Und wir müssen uns verbinden. Machen wir doch gerne. So. Resident Evil 2. Ein Spiel aus den damaligen Klassikern von Resident Evil. Jetzt neu aufgemacht in ein Remake. Full HD und so weiter und so fort. Und wir schauen uns das jetzt in Ruhe an, werden uns ein bisschen gruseln und sonst was. Aber das gehört hier dazu. 30 Minuten haben wir da oben Zeit, ihr seht das. Und das ist schon so ein Anfang von einem Spiel, was wir spielen können. Und innerhalb von 30 Minuten müssen wir was schaffen, sonst sind wir auf jeden Fall tot. Wir starten. Die Demo kann nur einmal für 30 Minuten gespielt werden und kann auch nur online gespielt werden. Und sie kann sich von dieser Demo, oder das fertige Spiel kann sich tatsächlich unterscheiden. Ob so ist, ich weiß es nicht. Wir starten. Es sollte nur eine kurze Zwischenstopp von Leon S. Kennedy, einer seiner einsamen Tankstellen am Rande der Stadt sein, als sich ein frisch gebackener Polizist plötzlich in einem Meer von Zombies wiederbefindet. Er schaffte es, mit einer neuen Bekanntschaft Claire Whitfield nach Kekong City zu fliegen. Allerdings werden die beiden durch einen Unfall voneinander getrennt. Leon schlägt sich durch die gefährlichen Straßen und erreicht schließlich die Polizeistation der Stadt. Aber hat er sich wirklich in Sicherheit gebracht? Wir sehen es. Wir erkunden die Umgebung und sehen, dass wir hier schon viel... Hallo! Ist irgendjemand hier? Lass mich da mal aus umsehen. Mit Schiff können wir sprinten. Und hier können wir was aufmachen. Ich weiß nicht, den PC. Irgendjemand muss doch hier sein. Da ist jemand. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Oh, Moment. Moment. Das gerade pausiert ist, hat einen Grund. Jetzt. Jetzt geht's weiter. Okay. Karte gibt es auf M. Und die Karte benutzen nicht nur gewählte Position, sondern auch um zu wissen, was wo ist. Wird durchsucht und komplett durchsucht. Schauen hier rein. Was haben wir? Wir haben eine Waffe und Munition. Ach nee. Nein. Waffen, Munition nehmen. Jetzt können wir die Munition damit kombinieren, aber das ist automatisch schon passiert. So. Hier haben wir auch noch mal ein bisschen Munition.
Hier kann man das Inventar öffnen und besondere Sachen irgendwie reinpacken. Brauchen wir aber nicht die Munition auf dem schnellen Tasterwahl. Wenn man mal die Waffe ausrüsten würde, ne? Hallo. So, und durch die Tür gehen. Verschlossen. Schade. Haben wir hier was? Ja. Kannst du auch nichts reinlegen. Ey. Was meckerst du hier rum, du Rechner? Mensch, Mensch, Mensch. Heute ist ein Tag, da mag er mich nicht. Wir merken das, aber ich hoffe, jetzt bleibt das so. So. Wir haben nichts aufzustellen, war? Wir hatten doch eine Waffe gehabt. Oder habe ich die Waffe da reingeschmissen? Entschuldigung. Habe ich die da reingeschmissen? Ach, hier haben wir noch einen Sicherungskasten, der verklebt ist. Ich habe so das Gefühl, dass ich meine Waffe da reingepackt habe. Ja, ach. Okay. War natürlich richtig blöd, ne? Ja, gut, dass das keiner gemerkt hat. Entschuldigung. So. So, links oder rechts rum? Da rum. Guck mal kurz auf die Karte. Hier unten kommen wir auf jeden Fall weiter. Nicht. Auch verschlossen. Das ist doch... Da unten ist ein Knopf. Müssen wir da runter? Ihr merkt schon, dass das Remake des Spiels, finde ich schon wirklich sehr gut gelungen. Ah, hier ist was. Eine Tasten, eine Kombination dafür. Ich habe diese Kombination auch noch nicht entdeckt. Das ist sicherlich verschlossen, oder? Ja. Wie immer alle Türen, ne? Alle Türen sind verschlossen. Wir haben 5 Minuten schon. So, ich guck mich hier nochmal ein bisschen genauer um. Da ist nix. Hier ist auch nix. Hier müssen wir irgendwas reinlegen. Ich glaube, wir müssen da lang. Ich habe so das Gefühl. Raus wollen wir ja nicht. Eine Sicherung.
gar nicht so der Resident Evil Freund, ne? Oh. Das mag ich ja gar nicht. Das. Ja, auf jeden Fall richtig. Nicht. Ist nix. Auch nix. Tür verrammelt. Kamera. Das hat doch damit was zu tun, glaube ich, oder? Immer so unsicher, ich weiß es nicht. Viele kommen bestimmt weiter in dieses Spiel, ich nicht. Aber eigentlich ist es ein ganz einfaches, verständliches Spiel. Toilette. Oh nein. Auf über. Ah. Erste Hilfespray. Das ist schon mal sehr gut. Setzen wir auf die 3. Die 3 will ich das gerne haben, aber egal. Womit? Womit soll ich die denn aufmachen? Nee. Ist ja was, oder? Ach, jetzt geht das aber los. Moment. Ich hol sie raus! Was für mich wichtig ist. Hilfe! Bitte! Geben Sie mir die Hand! Ich hab sie! Jetzt die andere Hand! Du Scheiße! Ein Notizbuch. Und das zeigt den Ausgang. Goldene Statue unten drunter. Bist du da unten auch, hast die 3 Medaillons und dann kommst du raus. Wolf, Harfe. Das ist auch so eine Kombination. Okay. Oh.
ist die Wand an. Scheiße! Die sind überall! Was zum... Drücken. Scheiße, wo muss ich lang? Nee, gar nicht. Hier muss ich gar nicht lang. Ein Holzbrett. Na super. Dass die auch nicht sterben wollen. Ach, da muss ich lang. Scheiße. Du bist sicher. Fürs Erste. Danke. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht... Hier. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Ja, das stimmt. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst das. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Ja, ein Kampfmesser. Space können wir es mit breit halten und mit links dann schlitzen. Nein. Ach so. Moment. Ach so, mit Shift bewegen. Ausrüsten. Ah, guck mal. Hey. Genau, wir müssen das benutzen. Auf jeden Fall. Hier müssen wir Münzen reinpacken. Bedeutet, dass wir mal auf die Karte gucken, wie hier jetzt drin waren. Und jetzt durch eine dieser Türen raus durchkommen. Ich glaube, durch diese hier. Die ist immer noch zu. Ist doch scheiße. Ja.
Navigationstechnisch ist das bei mir auch. Was hatten wir da gesehen? Ist aber nicht das, was... Kann ich nicht sagen. Genau. Und da im Buch stand die Krone von dem mit der Harfe. Die okay, ich verstehe. Die Krone mit der Harfe. Nochmal angucken. Die Krone. Die Krone. Mit Vogel der Frau zur Harfe. Okay. Hier ist keine Harfe. Das heißt, es ist der Vogel. Keine Ahnung. Nicht schlimm. Hoffe ich. Ich hoffe einfach mal, dass die Türen hier nicht zu sind. Die ist da oben auch zu, ne? Ach, da liegt noch Munition. Ja. Oh. Hab ich gar nicht gesehen. Noch Munition. So, auf jeden Fall aufnehmen. Jo. So. Ist auch eine verschlossene Tür, so. Ist auch verschlossen. Das heißt, wir müssen Schreibmaschine? Auf jeden Fall müssen wir da oben was machen. Ich weiß noch nicht was. Naja. Ich guck mal. Vielleicht ist hier jetzt was drin. Natürlich nicht. Kannst du nicht agieren. Okay. Also, wir müssen hier oben was machen. Okay. Also, wir schauen uns das nochmal an. Also, da, drei Stück. Wir haben hier eine Krone. Dann haben wir... Ist das eine Maus? Keine Ahnung. Müssen diese drei Medaillons finden. Aber hier? Mit Harfe zur Vogel, ne? Ich weiß, ihr kommt sicherlich da drauf, ne? Oh, Kopf. Alles durchprobieren, aber das
Eigentlich ist es das ähnlich. Komisch. So. Machen wir dann weiter. Entschuldigung, dass es jetzt hier wirklich hängt. Jetzt hängt es wirklich hier. So. Das heißt, muss ich da nochmal rein? Oder was mit dem Kasten machen? Oder mit ihm nochmal sprechen? Geht nicht. Hier muss es. Ach, guck. Okay. So dumm. So dumm. So hatte ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Ich auch nicht. Umgucken. Mitnehmen. Umgucken. Nicht mehr. Solange sie draußen ist, mir noch egal. Das ist doch so scheiß Untote, ne? Großartig. Hier kommst du nicht weiter, oder? Nein. Ach, hier ist eine Tür. Ist auch nicht viel drin. Skript, ein Ergebnisbericht. 25. Dezember, aufgrund plötzlicher Aufbruchs haben wir die Polizeistation Schutzunterkunft mit einem Zusatz. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Ich gerade so ein bisschen die Zeit dafür. Karte. Okay. Hier liegt noch was. Hier liegt noch eine Schlüsselkarte. Okay. Nein. Nein. Liegt jetzt nicht hin. Karte. Karte. Ach, Map. M. Vorne irgendwo. Wichtigste Schlüsselkarte. Ja. So, die Tür ist sicherlich zu. Ja, sehen wir. Schloss da rum. Großartig.
kurz rum. Nochmal Munition. Oh, warum steht der da schon wieder auf? Endlich. Hat hier auch mal Zeit. Schießpulver. Jo. Und eine Nutzung von Schießpulver. Du schießt wie es und ja. Das haben wir aber nicht. Noch nicht. Guck mal, ist hier was? Tresor? Oh. Ach ja. Ja, ja. Scheiße. Hab keine Kombination dafür. Hier liegt doch keine. Gerne noch mal rum. Vielleicht was finde. Hast du was? Nein. Okay. Ach du Scheiße, der lebt noch. Ah, was zur Hölle? Alter. Stopp doch mal. Das war die Demo, die wir im One-Shot gespielt haben. Resident Evil 2. Der Rest der Geschichte erlebt ihr in der Vorversion, die ihr ab sofort schon längst kaufen könnt, von Resident Evil 2. I want to find out what's happening here. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. Seems to be evolving much faster than expected. You gotta be kidding me. God only knows what's down here. What the hell? It'll be all over. Let me soon. Go! I'll get you, you fucker! Ada! Sherry, I'm coming! I'm not handing over anything! Jesus Christ! Who's that? You don't know what you're up against. The whole place is coming down. Had a pretty damn good idea. Resident Evil 2 und oh, es kommt da. This is Hunk from Alpha Team. Man, I thought you were all wiped out. Ah, しんど. Ja, was das zu bedeuten hat, schaut einfach selber. Resident Evil 2 gibt es ab sofort im Handel erhältlich für den PC. Ich glaube auch für die Konsolen PlayStation 4 und Xbox One. Ja, genau. Und wenn euch auch dieser One-Shot-Abenteuer gefallen hat, kurze Abenteuer in ein Spiel, schreibt es gerne mal. Und wir sehen uns dann wieder zu einem nächsten Let's Play oder whatever was hier bei uns auf Eplay. In dem Sinne, tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play oder Playthrough oder Resident Evil 2. Tschüss.